das ist dieser Burgerladen, von dem jeder spricht. Wir sind jetzt mal hier. So, wir haben jetzt im Shake Shack gegessen, den Burger. Es war gut, aber es war jetzt nicht so lecker, wie immer alle sagen. Und alle sagen ja immer, ja, ihr müsst unbedingt dort essen gehen und so. Es war okay, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter ins Bur Dubai. Das ist, glaube ich, so ein Bazar und so. So Leute, wir sind jetzt hier in Bur Dubai und ich kann das gar niemandem empfehlen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eigentlich die dunkle Seite von Dubai. Also wenn ihr es mal sehen möchtet, könnt ihr das schon machen. Aber es ist so ein bisschen unheimlich und es ist alles so voll durcheinander. Leute, ich kann es euch nicht erklären, aber ich hoffe, ihr könnt das durch das Video erkennen, dass es hier einfach so komisch ist. Und ich schwöre es euch, es ist so, als wärt ihr in Bangladesch oder so, keine Ahnung. Richtig komisch. So Leute, oh Mann, ich glänze voll hässlich. Was ist das? Was ist das? So Leute, wir sind jetzt zurück. Wir waren eben dort essen bei Nusret und ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich habe schon Besseres gegessen, sage ich jetzt mal so. Und für diesen Preis finde ich es einfach voll überteuert. Klar hat er sich einen Namen aufgebaut und alles. Ich gönne ihm das auch voll. Aber es ist so, ihr bekommt das Fleisch, ihr bekommt keine Soße, ihr bekommt keine Beilagen. Ihr müsst alles dazu bestellen. Und das Fleisch war einfach ganz okay. Was willst du für das Ding? Fünf. Nein, du hast gestern so Burger viel hässlicher gesagt. Nein, also bloß ein Preis so teuer, also zu teuer. Also ich würde auch eine 4 geben. So, ja. Von 1 bis 10 würde ich eine 4 geben. Der Burger gestern war viel leckerer als das von heute. Und sonst war es aber voll schön. Ich würde es jedem empfehlen, mal zu sehen. Aber es ist verdammt teuer. Würde ich jetzt einfach so lassen. Und wir sehen uns morgen. Morgen werden wir die Moschee besichtigen in Abu Dhabi. Ich freue mich voll. Und was macht diese Antenne hier? Ich freue mich mega drauf. Und mein Outfit habe ich nicht gezeigt. Das Hemd ist von Zara und das habe ich von Zalando. Welche Marke? Weekday. Das ist auch voll geil, aber es ist mir ein bisschen zu eng und ich habe fast keine Luft bekommen. Also dann sehen wir uns morgen. Tschüss zusammen.
Guten Morgen, Menschen. Wir haben uns fertig gemacht und gehen jetzt runter zum Taxi. Wir fahren zur Moschee in Abu Dhabi. Wir sehen uns das mal an. Ich bin mega gespannt. Es sieht bestimmt mega schön aus. Mein Outfit heute ist das hier. Ich habe einfach so ein Kleid an, eigentlich nichts Besonderes. Von Zalando ist es auch, weiß jetzt aber nicht mehr welche Marke. Und mein Make-up ist so. Wenn ihr wollt, kann ich euch das mal aufnehmen. Ich liebe so Rot-Brauntöne. Ich schminke mich am liebsten mit diesen Tönen. Und dann sehen wir uns in Abu Dhabi wieder. Angekommen. Es ist mega schön und mega mächtig. Man fühlt sich richtig wohl und es ist einfach echt schön. Ihr müsst das unbedingt mal sehen. Wir waren auch drin. Man muss ja immer das so drüber tun und so. Das sollte man auch akzeptieren und machen. Und am Anfang mussten wir die Schuhe ausziehen, aber sonst sind die alle sehr nett und freundlich. Es ist einfach mega mächtig und sehr, 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 sehr groß. Das ist eigentlich so. Mega schön. Ich finde keine Worte, ich bin irgendwie so sprachlos. Wir warten jetzt auf die Wasserfontäne und die findet immer vor dem Burj Khalifa statt. Hier hinten ist es da. Und ich habe mir diesen Ring gekauft. Der ist voll schön. Und ich zeige euch jetzt dann gleich die Wasserfontäne. Da spielt sich so Musik im Hintergrund und dann geht die Wasserfontäne so im Musiktakt hoch. Mega schön. Wow. Essen war. Es war richtig schön hier. Ich kann es jedem empfehlen, mal hier hinzukommen.
Es ist einfach ein bisschen teuer, aber sonst könnt ihr so viele Sachen machen. Ihr könnt Safari-Tour machen, ihr könnt zum Atlantis und in den Wasserpark. Ihr könnt in die Moschee, ihr könnt Burj Khalifa gehen, ihr könnt zum Nusret essen gehen. Also es lohnt sich richtig, hier hinzukommen, weil man einfach vieles erleben kann. Aber man muss einfach ein bisschen sparen und dann schnappt. Übrigens schneide nicht ich meine Videos, sondern Krenar. Ich werde ihn in die Infobox schreiben und ihr könnt ihm gerne mal schreiben, wenn ihr was braucht von ihm, wenn ihr ein Video zuschneiden möchtet. Gehabt. Krenar, ich schnusche nachher, ich mag nicht. Ciao. Wenn ihr Fragen habt wegen dem Video, wie ich das schneide und so, das mache ich nicht, das macht Krenar. Könnt ihr ihm einfach schreiben, ich schreibe euch das alles in die Infobox und ja, auf jeden Fall bin das nicht ich. Und ich habe einen neuen Concealer, ich werde mich dann für euch schminken. Der ist richtig schön hell, meine Augen kommen so zur Geltung und das werde ich unbedingt für euch aufnehmen noch. Unseren Flug, wo wir hin müssen und so. Es ist einfach so heiß die ganze Zeit. Ich rede davon 40 Grad und drüber. Jetzt suchen wir den Flug und dann sehen wir uns im Flugzeug. Oh Gott, Leute, die war jetzt so frech. Kennt ihr das, wenn ihr euch so über Leute aufregt, die einfach so unanständig sind und so, keine Ahnung, einfach frech sind? Und das war jetzt genau so eine. Ich hasse das einfach. Es ist, was ist für uns, was ist für Zeit? Egal, spielt keine Rolle. Hatscha, Krenar, schon gut. Wir fliegen jetzt los und ich hoffe auf einen guten Flug. Wir sehen uns dann wieder in der Schweiz. Es hat mich mega gefreut, euch überall mitzunehmen. Ich werde emotional. Auf jeden Fall melde ich mich dann wieder in der Schweiz. Tschüss. Leute, ich bin endlich zu Hause. Es ist doch einfach am schönsten zu Hause. Ich danke euch, dass ihr meinen zweiten Vlog auch angeschaut habt und dass der erste Vlog so gut angekommen ist. Wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat in diesen zwei Vlogs. Und ja. Wenn ihr unbedingt weitere Vlogs sehen möchtet von mir, dann schreibt es auch in die Kommentare, weil so sehe ich dann, ob ihr das cool findet oder eher nicht. Und ich werde mich auf jeden Fall nochmal so schminken, wie ich mich in den letzten Videos geschminkt habe, weil euch das sehr gefallen hat. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich danke euch sehr, sehr, sehr fürs Einschalten. Fürs Einschalten und ich hoffe, man sieht einfach dahin ein Mensch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Tschüss!